Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Super Mario 74. Wir schließen jetzt hoffentlich in diesem Part mal diese scheiß Eisfeld ab. Wie hoch kannst du kommen? Stern Nummer 5, den haben wir glaube ich schon im letzten Part gefunden, den Stern, aber... Eieiei, wir sind da nie hochgekommen. Also wir sind da schon hochgekommen, nur... Ich glaube noch nicht ganz weit hoch. Oh Gott. Oh Gott, Mario. Tu mir keinen Zwang an. Was? Okay. Danke, Mario. Du bist ein Arschloch. Okay, Münzen. Sehr schön. Und das alles ohne ein Safe-Set. Ihr seht, ne? Ich bin gut. Ich bin sogar sehr gut. Alles ohne ein Safe-Set gemacht, Alter. Ich sag mal so, es ist die Routine, ja. Die Routine ist es auf jeden Fall. So. Nur bei dem habe ich ein bisschen Angst. Aber ich glaube, auch das schaffe ich ohne Safe-Set. Nur bevor ich jetzt wieder groß reden schwinge... Sollte ich besser die Fresse halten. Oh, shit. Oh, shit. Okay, ich denke, das müsste eigentlich auch mit einem Weitsprung möglich sein, nur... Wir machen es mal so, ne? Wir kommen, by the way, relativ schnell hoch. Schneller, als ich gedacht habe. Ich dachte, dafür... Wow! Dafür brauchen wir so ungefähr 10 Stunden oder so. Aber sehr schön. Und alles ohne ein Safe-Set, Alter. Ohne... Das ist krass. Krasse Scheiße. Schöne, gute Safe State. Ist voll geil. Mario, geh hoch. So, hier würde ich ein Safe State setzen, allein schon wegen der Fly Guy Sektion. Oh. Genau, da oben ist nämlich die Plattform, wo wir drauf müssen. Und irgendwo da ist auch der Fly Guy. Da ist er. Okay, gut. Safe State Nummer 1, weil ich mir gönne. So, komm ran. Bitch, komm. Hier irgendwo müsste das... Hallo? Hallo? Komm her. Komm doch her. Du dummes Stück Scheiße. Jetzt komm. Da kannst du nicht weiter. Moment. Bleib du da oben. Ich guck mal eben hier. Ah, er kann auch nicht weitergehen. Alles klar, da mein Fehler, Fly Guy. Ich sag immer Shy Guy. Ist das dein Ernst, Kai? Ist das dein Ernst, Mann? Es ist kein Shy Guy. Es ist ein Fly Guy, Mann. Ich denke, da kann ich auch... Ja, fick dich. Mit dem Wandsprung arbeiten. Oh, war das knapp. Fick dich doch in den Arsch. Alter Falter. So. Ich würde als nächstes direkt mal versuchen... Nicht, von da unten aus loszuspringen, sondern vom Block aus. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen gewollt, oder? Mario, bitte. Mario, bevor die Flügelkappe ausgeht, hör auf. Hör auf, Mann. Nee. Können wir gleich sein? Ist das denn... Was? Wie marode ist denn bitte die Steinplattform? Ist das dein Ernst, Mario? Alter. Nee, das lohnt sich jetzt hier gerade nicht. Ich würde sagen, wir machen es nochmal. Diesmal setzen wir hier einen zweiten Safe State, weil wir einfach Zeit sparen dann. Schade. Ich wollte es eigentlich mit dem Block versuchen, aber wenn ich nicht darf, dann darf ich halt eben nicht. Ist cool. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Fick dich doch selber in den Arsch. Eieiei. So, dann noch hier drauf. Dankeschön. Und würdest du bitte dann da oben drauf gehen? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann fick dich doch in deinen scheiß Arsch, du Wichser. Meine Fresse. Ich würde es übrigens ein bisschen cool finden, wenn es bei uns in der Wohnung genauso kalt wäre wie dort in der Welt. Weil wir haben ja locker 34 Grad in der Bude und, Alter, ich bin so am scheiß Ölen. Ich schwitze hier gleich weg, Alter. Ich schmelze hier gleich weg. Wow. Okay, da würde ich sagen, Mario, dann nochmal schnell hoch, bitte. Okay, Mario, danke schön, cool, cool. Okay, Mario, danke schön. Vielen, vielen Dank, dass du so nett zu mir bist. Ach, jetzt machst du es auf einmal? Cool, läuft bei dir. Okay, okay, danke. Danke, Mario. Danke, dass du da reinfliegen willst. Sehr nett von dir auf jeden Fall. Schön, vielen Dank von dir. Du kleiner Wichser. So, ich
könnte ja eigentlich den dritten Safe setzen, aber das mache ich nicht, weil ich denke, das kriege ich auch so hin. Oder? Nope. Wisst ihr was? Ich mache das so, glaube ich. Ha! Wer hat dich gebumst, hä? Wer hat dich gebumst? Bitch, Alter. Soll man da sagen, ich kann das Spiel nicht, ne? Okay, danke, Mario. Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden, weil diese Steinplattformen dort als Schnee angesehen werden. Auch nicht schlecht. So, bist du jetzt oben drauf? Hast du jetzt irgendwie Bock, da oben drauf zu gehen, Mario? Oder wie sieht's aus? So, dankeschön. Hätten wir. Stern Nummer 80. Noch 30 Sterne fehlen uns, Alter. Noch 30 scheiß Sterne. Wie hoch kannst du kommen? So hoch, dass ich deiner Mutter ins Gesicht komme. So, was ist der letzte Stern da? Sag mal an. Sehr gut versteckter Stern. Ach, scheiße, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Auf den sehr gut versteckten Stern habe ich so gut wie gar keinen Bock. Toll. Ja, den finde ich doch nie. Ich habe auch schon letztes Mal hier geschaut, ob da was ist, aber da ist auch nichts. Was ich mir vorstellen kann, wo der Stern sein kann. Moment. Sind da vielleicht mehrere Plattformen da unten? Schaut nicht so aus, aber ich sag mal so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei diesen Steinsäulen so eine Lücke zu finden und... Oh, Alter. So eine Lücke zu finden, wo auch der Stern drin ist, weißt du? Wisst ihr, wie ich das meine? Das kann ich mir sehr gut schön vorstellen. Ich bin halt unsicher, weißt du? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch da irgendwo in der Wand. Auch möglich. Ist eigentlich alles möglich hier. Ich könnte fast sagen, überall hier könnte der Stern sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Von daher gesehen... Pff, müssen wir mal schauen, wo der sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich was auch sein kann. Dass oben bei der Fliegercap hier irgendwo so eine Stelle ist, wo der Stern ist. So eine Einkerbung. Nein. Das war schlecht. Das war nichts gut. Nein. Okay, danke. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass da nicht der Stern war. Okay. So, und ich glaube, ich werde jetzt auch nächstes Mal auch wieder safe staten, weil... Ja. Bietet sich an. Ich denke, mehr Sterne mache ich jetzt auch in diesem Part nicht mehr. Wenn ich den Stern finde, vielleicht noch einen oder so. Aber das war's dann auch, ne? Man darf auch nicht zu hart arbeiten an einem heißen Sommertag, ne? Da muss man auch so ganz klar sagen. So, der Safe wird aber erst da oben gesetzt, finde ich. Kamera. Bitte. Oh, wayo. Wayo. Oder ob der Stern irgendwo in der unsichtbaren Wand ist. Unsichtbare Wände gibt's hier nicht, ne? Bis auf diese scheiß unsichtbaren Wände, die keiner mag. Bis auf die... Also ich meine jetzt so wie in den ganzen New Super Mario Bros. Teilen, dass da vielleicht irgendwo so eine unsichtbare Wand ist. Aber ich glaube schon fast gar nicht. Nee. Warum sollte es? Dann vielleicht hier irgendwo an der Kante? Boah, das ist sowas von möglich, ne? Ich meine, guckt euch mal die rote Münze da hinten an. Bei der wurde das auch getan. Also, ne. Ob die wohl irgendwo auch aus einem Stern, aus einem Baum rausspawnt? Keine Ahnung. Warte, hab ich da eben nicht was gesehen? Irgendwas Schimmerndes? Ob hier irgendwo eine Eule drin ist? Ich will es nachprüfen, Leute. Ich will es nachprüfen, damit ich hier ganz sicher sein kann. Ne?
Ich meine, klar, diese ganzen Bäume können auch Zierde sein, aber man muss auch mal ein bisschen skeptisch sein. Vielleicht ist da irgendwo auch so eine Schneeeule drin. So eine schöne, frische Schneeeule. Okay, damit haben wir jeden Baum überprüft. Nirgendwo ist eine Eule drin. Alles klar. Was ist... Der Stern muss da irgendwo oben sein. Er kann nirgendwo anders sein. Er muss da irgendwo oben sein, wo die Flugkappi, Kappi ist. Genau, die Kappi. Ich sag Kappi. Rufi gozaimasu, Athena. Verpiss dich, Blümchen. So, Safe Set 3. Aber auch hier gucken wir mal nach, ne? Kinas? Diese ganzen Lücken sind dubios. Sehr dubios sogar. Lass da bitte irgendwo den Stern sein. Oh, lass da bitte irgendwo der Stern sein. Bitte, bitte. Ne, da ist nichts. Okay. Yeah, cool. So, jetzt kommt die Speedrun-Qualität, ich sag's euch. Bang! Und zack. Und zack. Und zack. Okay. Vielleicht da unten irgendwo? Ne, da hätte ich ihn ja auch sehen müssen. Schon beim Versuch, beim letzten Part die roten Münzen einzusammeln. Da hätte ich ihn schon längst sehen müssen, aber... Nö. Vielleicht auch hier irgendwo außerhalb, wo man nur mit einem Weitsprung hinkommt. Sieht mir auch nicht so aus, ne? Ich könnte auf den Stern eigentlich scheißen, weil ich keine 100% mache, aber... Ich sag mal so. Von mir ist so gut wie kein Versteck sicher. Weil ich... eigentlich ziemlich gut absuchen kann. Vielleicht ist auch hier irgendwo der Stern. Aber hier muss man wahrscheinlich nicht mit der Lakito-Kamera arbeiten, das würde keinen Sinn machen. Ne, da ist nichts, okay. Vielleicht da irgendwo oben eine Lücke, wo man nur mit einem Dreisprung hochkommt? Ich weiß es doch nicht, Alter. Aber sag mal so, wenn ich den Stern jetzt hier nicht finde, dann lasse ich es auch, ne? Weil mich hier 10 Stunden hinstellen für einen Scheißstern. Lass mal. Lass mal bitte sein. So. Nächster Safe State. Okay, scheiße. Oh Gott. Okay. So, und der nächste. Fliegen wir mal da lang. Vielleicht ist ja da irgendwo der Stern. In der Einkerbung. Das kann ich mir gut vorstellen, wie gesagt. Vielleicht auch irgendwo hier außerhalb? Da irgendwo unten? Kann ich mir auch vorstellen. Irgendwo da unten, weißt du? So richtig abgewichst. Nein, da ist schon mal nichts. Da ist auch nichts. Okay. Oh, Mario, hör bitte auf, so schnell zu sein. Das ist scheiße gerade. Okay, danke schön. Danke, danke. Nee, ich würde sagen, das ist sogar eine gute Idee, alles unten abzusuchen, weil... Kann man machen. Oh Mario, Alter, jetzt sei mal bitte nicht so schnell hier. Und die Kamera kann auch bitte mal ein bisschen besser zu mir sein. Oh. Oh. Alter Mario, verarsch mich. Alter, Alter. Sei doch nicht so schnell, Mann. Hör auf. Oh, wie klar war das denn, Mann? Boah, war das klar. Sehr gut, versteckter Stern. Ich habe ihn. Okay. Damit haben wir auch im Eiskristallturm alles. Genauso wie in der Stalagmitenhöhle. Und jetzt gucken wir uns mal da oben. Und denn da ist ja noch eine Wüstenwelt. Glaube ich jedenfalls. Das Porträt sieht mir sehr danach aus. Außerdem habe ich ein bisschen im Let's Play vom guten Weehawk reingeguckt. Und ja. Es gab auf jeden Fall eine Wüstenwelt. Und ich denke, das wird die auch sein. Also die, ne? Wir können auch mal da hinten hinschauen und gucken, was da ist. Machen wir auch. Safe State.
Okay, danke, Mario. Danke. Dankeschön. Sehr, sehr nett von dir auf jeden Fall. Danke. Was könnte denn da sein? Besonders, wie komme ich da hin? Vielleicht von da aus mit einem Dreisprung rüber? Eventuell. Keine Ahnung. Oder mit einem Dreisprung? Manchmal sehe ich dort drüben einen kleinen Hasen. Er ist so niedlich. Vielleicht kommt er eines Tages mal wieder. Okay, also ist hier nirgendwo ein Stern. Aber ich mag mal sagen, der Dreisprung hierhin ist viel mehr Arbeit, als den Hasen zu fangen. Beziehungsweise den Hasen versuchen zu fangen. Der Hase hat sich ja nicht mal gewehrt. Naja. Hitzeschlag-Oase, Baustelle, Kurs 8. Und auch das wollte ich schon wieder vorlesen. Cool. Okay. Oase, das passt ja ziemlich gut zu meinem Wetter hier. Baustelle, okay. Das passt ja ziemlich cool zu meinem Wetter, weil ich darf mal anmerken, dass mein Zimmer genauso heiß ist, wie es draußen ist. Und das ist schon eine Ansage, weil draußen sind es 35 Grad. Kommt sehr gut hin. Und bei uns jetzt hier sind es knackige, ja, mein PC sagt auch 36 Grad, ne? Und das soll schon was heißen, weil das sagt mein PC nicht. Das sagt mein PC nicht oft, ne? Gut, ich glaube einfach mal, wir müssen da hoch. Mein PC sagt nicht oft 36 Grad. Ich kann noch mal drauf schauen und er sagt, Moment. 36 Grad, auf den Punkt. Es ist, also der PC ist sogar heißer, als es draußen ist und das ist normalerweise normal, aber durch die Tatsache, dass es draußen 35 Grad ist, heizt das Zimmer nochmal so richtig aus und, oh, ich sag euch, das Zimmer ist tagsüber heiß, nachts heiß, das geht einem so auf den Sack. Ey, ich kann einfach nicht schlafen, ne? Das ist einfach das Ekelhafteste am Sommer. Der Sommer schön und gut, ja, aber du hast einfach so Probleme beim Einschlafen. Du kannst einfach nicht schlafen. Oder kaum. Du pennst erst nach ein paar Stunden rumgewälzt auf. Bist halb nackt. Kommst dir vor, wie, als wärst du so ein richtiger Penner. Und alter Falter. So, Baustelle. Wo mag die denn sein, hä? Hallo, Shigui. Was aber auch sein kann. What? Komm her, Shy Guy. Lass mich dich vergewaltigen. Okay, da oben ist nichts. Alles klar. Boah, das sieht aber schön aus hier. Schönes Design. Sehr, sehr schön. Nur wo ist denn die Baustelle? Wo kann die denn sein? Ich habe natürlich beim Let's Play von Weehawk nicht an das geachtet, was hier passiert ist. Nein, hat er nicht, hat er nicht. Ohne Scheiß habe ich wirklich nicht, aber ich habe halt nur so ein paar Stellen gesehen und ja, das war es auch schon. Vielleicht ist mit Baustelle auch die Pyramide gemeint oder so. Oder das hier, das kann auch sein. Vielleicht sogar auch schon das. Kann ich bitte da hoch? Dankeschön. So, nächster Punkt. Ah, okay. Shy Guy. Fly Guy. Ich krieg's einfach nicht gebacken, ne? Nee, komm. Weg mit dir. Oh, ich liebe es. So. Oh, nee, safe state. Ich bin noch nicht behindert. Nee, aber wisst ihr, es ist einfach so arschwarm, ja. Ich nehme tagtäglich auf und, oh, scheiße. Ich frage mich, was da drüben wohl ist. Ja, ich mich auch. Fly Guy, ach nee, den habe ich ja getötet, stimmt. Dahin ist ein Stern. Okay. Da würde ich mal sagen. Geronimo! Natürlich nicht. Vielleicht der von hier aus? Ja. Ja, alles klar.
Ich bin mal so fies und gönn mir den so. Und damit würde ich sagen, Leute, war es das vom Part. Wir haben so ein bisschen Themen besprochen und kamen zu keinem Punkt und so. Ja. Aber ist doch egal. Ja, beim nächsten Mal gucken wir, dass wir die Wüste abschließen. Also, man sieht sich dann. Haut rein. Ciao.